Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Das muss Hyrkanos Lager sein. Mit einer lustigen Leiche, LL, geht's hier in die nächste Folge. Und in der letzten Zwischenzeit mal ein bisschen überlegt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich mich gewundert habe, warum hier so, also wir wissen hier, dass Atreus der Schwarze Löwe hier ist. Aber wir müssen ja erstmal hier seine Herrschaft ein bisschen lockern. Und da ist mir dann so eingefallen, ja logisch, dass das hier nicht angezeigt wird. Wir müssen hier ein bisschen selber denken. Und deswegen war ich in der letzten Folge am Ende vielleicht ein klein bisschen verwirrt noch. Aber es sieht jetzt relativ gut aus. Wir haben hier der blinde König, aber das dauert noch ein bisschen. Das ist eine Bonusmission aus dem Season Pass. Hier auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Hyrakonos der Gerissene. Den müssen wir umbringen. Aber da ist dann noch ein anderer dabei. Wer ist denn das? Ah, die Honiggeküste ist unser 5 Fersen. Okay. Da müssen wir natürlich aufpassen. Und die ist auch hier im Lager. Aktiv. Das heißt, zwei Söldner sind hier aktiv. Die eine, weil sie uns suchen, die andere, weil er halt für die Athena arbeitet, was wir verhindern müssen. Ich habe mir entschieden, ein bisschen langsamer wieder ranzugehen ans Spiel. Ich habe dann gemerkt, ich war ganz schön gehetzt in der letzten Folge. Das wollte ich dann nicht mehr so. Deswegen, bleibe ich jetzt in dem Fall ein klein wenig entspannter bei der Art, wie ich spiele. Und nicht mehr so schnell und hetzt mich ja niemand, außer ich selbst natürlich. Funktioniert bei denen gar nicht. Mm-mm. Raufboldrüstung ist besser als unsere aktuelle. Wir müssen unsere aktuelle halt irgendwann aufwerten. Da mischt sich aber der andere gar nicht ein, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Inventar. Nein. Hier, wenn schon. Ja, gut, aber da geht halt der Set-Bonus verloren. Das ist halt das Problem. Wir haben uns dazu entschieden, das mal wieder auszumachen hier. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das passt nicht so richtig. Unten ist kaum was und oben dann eine Kapuze. Aber ansonsten passt das eigentlich schon relativ gut. Mal kurz squatten hier jetzt. Vielleicht sollte ich mehr Söldner zur Strecke. Gut, die beiden haben wir umgebracht. Wir steigen im Rang. Gibt auch welche, die haben wir gar nicht erst entdeckt und sind schon nicht mehr für uns relevant wahrscheinlich. Okay. Neuer Dolch.
cool. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich eigentlich gerne das Lager hier noch freiräumen. Das sind ja Athener, da müsste ja eigentlich auch ihre Stärke vermindern. Nein, nicht entdecken. Ach Mann, ich wollte dich weg. Oh, Tierenpraxis. Mensch. Noch eine der Praxis heißt. Hat eine Arztpraxis. Gott, den wollte ich vorhin schon machen beim anderen. Zu spät. Schön. Ja, das müsste jetzt auch den Einfluss eigentlich senken. Du, da unten haben wir die Auftragstafel. Können wir mal gucken. Räuber vom Moor. Helft mir, mit ein paar verfluchten Banditen fertig zu werden. Ich zahle dafür. Verkauf Athena Schwerter, bist nur von weicher Hand geführt. Bisher, achso, einfach. Maritim. Mhm. Athens Militär muss in einem gegnerischen Stadt geschwächt werden. Er ist zu mächtig, wird Anführer des Staates Biotin. Okay, mal gucken. Quests. Kopfgelder. Haben wir hier welche? Das ist ganz nah. Ist das das Kopf? Ach ne, doch. Sorry. Tut mir echt leid. Oh, da ist wieder ein Kopfgeldjäger auf uns. Welcher ist denn das? Oh, da ist Level 10. Antiope der Junge. Hm. Der ist ein bisschen schwerer. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch. Ah, ist ein Mädchen, was mit dem Jungen spielt, okay. Ja, wer kann sich aber denken, in dieser patriarchalischen Welt. Du fühlst dich nicht genötigt, mich anzugreifen, also. Ich bin relativ zufrieden. Au! Oder ist da noch einer? Jetzt wird's natürlich ein bisschen blöd. Klar, ein Hund auch noch. Warum nicht? Irgendwo rennt ein Hund noch dazu schieben. Warum sind das jetzt plötzlich zwei? Das finde ich ein bisschen blöd. Von mir aus nacheinander, aber nicht auf einmal. Weil da kam ja mittendrin dazu. Aber den bringe ich jetzt wenigstens um. So.
jetzt noch einer dazu. Ne? Au, au, au. Ah, jetzt ist zu eng. Au. Haben wir alle hier auf einmal besiegt. Jetzt sind wir schon nächster Rang. Huh. Das war interessant. Also, die Folge hat auf jeden Fall ein Motto. Gibt's hier? Ach, da hinten ist so ein... Ah, da hinten ist ein Lager. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir so viele Leute rekrutieren müssen. Ich meine, wir können ja eh nur 4 Leute drin haben im Schiff. Ich glaube, das macht gar nicht so viel Sinn, tatsächlich. Aber das Kampfsystem ist nochmal wesentlich geiler geworden als bei Origins. Origins war mir teilweise ein bisschen zu eintönig. Hier hast du halt diese coolen Fähigkeiten, was natürlich... Oh. Wir schwächen ihn ganz schön, ehrlich gesagt. Finde ich gut. Lass mich raus! Nicht jetzt, schrei nicht so rum. Schaukeln oder was? Nee. Umbringen. Ja, aber danach können wir auch einen Schwank machen. Oh, spartanische Soldatenhelm. So einen richtigen. Du hast keine richtigen Haare, dich kann ich auf dem Schiff nicht brauchen. So, was kann der? Er ist auch nur ein Schütze. Ein Sterne-Schütze. Oh, da drüben ist noch eine Kiste.
lasst ihr nichts verloren. Bis zum Tod. Ja, dauert nicht mehr lang. Guck, so schnell geht es. Aber war schön mit dir. Zu plaudern und so. So. Zack, zack. Dann lassen wir den noch raus. Hilfe! Ja. Beruhig dich. So, und dann noch dieses komische Tafelding. Schön. Wer ist denn das? Kenn ich den? Nee, den kenne ich nicht. Schwächt das jetzt? Weil das sind ja eigentlich Banditen. Das waren jetzt keine... Na doch, ein bisschen geschwächt. Okay. Ja, also diesen Schwachsinn, dass wir da jede Region ändern, würde ich jetzt nicht eigentlich machen. Also die kann man ja so oft ändern wie... Oh, das sieht cool aus. Hirsche. Oder... Ja. Elche werden es nicht sein, oder? Obwohl, die sind ganz schön groß. Könnten auch Elche sein. Vogel, sag mal. Hirsch, okay. Doch nur ein Hirsch. Trotzdem cool, dass hier Hirsche sind. Na, ganz schön große Hirsche. Na gut. Na gut. Wo waren wir? Wir wollten, da hinten ist übrigens ein Lager, habe ich gerade gesehen. Irgendwie, also da waren zumindest Gegner. Aber das wird kein Lager angezeigt, also wird es wahrscheinlich auch nicht zählen. Wir machen mal den Synchro-Point, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mehr Info noch über die Region hier, in der wir uns gerade befinden. Also ein paar andere Orte noch und so. Noch ein bisschen Detailinformationen zu, wo wir genau zuerst noch zuschlagen können. Da hinten gab es, glaube ich, auch noch eine Mission, die uns dann natürlich hinführt zu dem Punkt. Die Frage ist, wie kann man das, also mit der Zeit geht es ja angeblich zurück, ja? Oh. Das ist das Haus des Anführers. Wir könnten natürlich den Anführer auch gleich umbringen, ich meine. Solange wir uns ordentlich schleichen, ist das ja eigentlich, also solange wir in Ruhe durchschleichen, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Oh. Na, auch nur ein Stern. Ich weiß nicht, ob die sich dann besser, also ob mit der Zeit besser werden in unserem. Aber nur weil das der Haus des Anführers ist, heißt ja nicht, dass hier der Anführer lebt, ne? Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Also ich meine jetzt, dass er jetzt gerade hier ist sozusagen. Ist ja nicht automatisch damit gemeint. Die Metropolis Megara. Ich bin sicher, dass ich den Anführer hier finden kann. Oh doch, also trotzdem der Anführer. Muss hier sein, okay. Befehlshaber ausschalten, ja, das ist ja dann der. Gut. Ja, wir gehen mal langs. Da sind noch mehr Leute. Der da, da ist doch auch ein Gefangener, der ist doch bestimmt nicht freiwillig hier. Ich hoffe, das reicht. Ja, reicht, okay. Wo ist der? Auf der anderen Seite oder was? Gucken wir mal. Ja. Wir machen erstmal langsam hier so außenrum ein bisschen sauber, wenn man so will. Bevor wir da ins Innere gehen, weil desto mehr hier draußen tot sind, desto weniger können drinnen zur Hilfe kommen. Und das ist ja in dem Sinn erstmal gut. Na, ich habe halt Angst, wenn ich pfeife, kommen beide. Das ist das Blöde. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gelaufen.
Also, in Wirklichkeit, in meinem Kopf so dagegen, weil ich nach vorne geguckt habe. Hat man aber nicht gehört. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt ist mir aufgefallen, ich mache mir viel zu viele Gedanken, was man vielleicht hören könnte bei meinem Mikro. Dabei hört man meistens sowieso nie was. Gut. Schon wieder einer in der Nähe. Wie nah? Oder reitet er hinten dran vorbei? Okay. Ich glaube, ins Sperrgebiet kommt er gar nicht. Also, ist glaube ich so programmiert. Ich kann es aber nicht 100% sagen. Aber theoretisch nicht. Also weit genug weg eigentlich. Ich habe halt Angst, wenn ich die Vorräte zerstöre, dass dann das auffällt und dass die dann halt ja alle rumrennen plötzlich, wie die Angestochenen. Deswegen würde ich lieber andersrum gehen. Erstmal sagen wir, die Leute in Ruhe umbringen. Bevor wir den Rest machen, sozusagen. Ja, ich glaube, dass ich bessere Sachen habe, als das derzeit ausgerüstet, aber ich will ja auch ein bisschen cooler aussehen. Und bis jetzt komme ich ganz gut zurecht. Jetzt hier hin. Er kommt immer näher. Ja, aber ich glaube, er kommt nicht hier rein. Wenn ich mich wirklich recht erinnere, dürfte er eigentlich nicht hier reinkommen. So, dann gehen wir mal zum Befehlshaber und bringen den um. Wenn das mit... Oh! Ich lasse mal aber hier nicht einfach so rumliegen. So, was fehlt jetzt hier noch? Das Oskaran-Rätsel. Okay, wo ist denn das? Ach, da oben drauf. Okay. Okay, okay, okay. Oben drauf geht noch. Hoffe ich. Okay, die gucken wir uns alle später mal an. Können wir jetzt eh nicht gleich suchen, oder will ich jetzt auch nicht gleich suchen. Jetzt erstmal hier die Mission zu Ende bringen. Auch so ein Pro-Tipp, ne? Die Dinger erst zu looten und dann zu zerstören. wäre ich jetzt eigentlich nicht drauf gekommen, wenn ich nicht zu nah rangegangen wäre beim ersten. Ja, interessant. Geht's ja irgendwo runter? Da muss ja irgendwo eine Treppe sein oder so. Hier ist eine Treppe. Ah, das sieht mich der doch. Ja, das sieht mich. Da muss ich erstmal von oben umbringen. Ich nuschel ein bisschen nämlich hier rein, weil ich überlege, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Ohne Badewanne. Das passt ja zur Atmosphäre. So. Schön. Halt erst looten. Dann werfen. Das wird Athen nicht gefallen. Da
danke jetzt für den Hinweis. Also den habe ich jetzt wirklich noch gebraucht. Level 7? Okay, ich komme. Komm, Lyakon, wo bist denn du? Geh mal her. Da bist du. Jetzt muss erstmal dein Schild hier weg. Ich mag keine Menschen mit Schildern. Also ist es doch ein Spartiat. Warum greift er mich an? Sowas blöd. So, jetzt haben wir aber wirklich alle besiegt hier. Alle auf Rang 9 tatsächlich. Jetzt können wir natürlich aufsteigen, ne? Jetzt haben wir alle. Sehr schön. Nur Geier. Holen sich die Leichen oder was? Okay. Dann gucken wir mal auf die Map. Wir wollten... Na, hier ist noch was. Ach, da ist der Anführer, okay. Hat sie aus der Stadt zurückgeschwächt. Ah, weil er geschwächt ist, okay. Was ist hier? Achso, Prinz von Persien können wir noch nicht machen. Oder will ich noch nicht machen, weil das einfach eine Bonusmission ist. Gehen wir jetzt mal Richtung Aussichtspunkt. Würde ich sagen. Da mal ein bisschen weiterkommen. Wie viele Drachmen haben wir eigentlich? Steht das irgendwo? Ah, da, 4000, okay. Zwei orchiales Erz, wo kriegst du das her? Aha. Ja, hier gibt es wie gesagt bessere Sachen, aber... Wir rüsten unser Ding hier gleich mal auf, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme. Ja, wir rüsten uns gleich mal auf, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme. Such mir gleich mal einen Händler. Hier müsste mal irgendwo ein Schmied sein. Gibt es hier keinen Schmied? Oder bin ich blind? Ah, da. Okay, da gehen wir dann gleich danach hin. Und wenn er dann... Und dann kümmern wir uns direkt um den Anführer. Der ist ja nur Level 8. Ich denke, ich muss mich hier verstecken, aber die Stadt gehört ja niemandem so richtig. Deswegen... brauchen wir da schon mal keine Sorgen zu haben. Wobei, jetzt schon abzugraden macht halt keinen Sinn, ne? Also ich... kostet ja immer einen Haufen Rohstoffe, so viel ich gehört habe. Das heißt, wir warten noch ein bisschen, weil noch kommen wir ja gut zurecht. Ach, die Musik ist natürlich immer geil, ne? Gut, dann versuchen wir mal den Anführer zu finden. Oh. Ja. Da müsst ihr auch hier bald irgendwie kommen. Wir können ja mal gucken, wie viel das kostet, wenn ich zum Schmied gehen würde. Was genau suchst du? Verbessern. So, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte meinen Speer verbessern, dann brauche ich 55 Erz, 110 und 1300 Drachmen. Hilfe! Auf Stufe 9 von 7. Entschuldigung, Hals kratzt. Es wird auch nicht besser. Also mein Halskratzen und die Preise. Nee, ehrlich gesagt, da warte ich lieber noch ein bisschen. Komm jederzeit wieder. Entschuldigung, ich kau gerade auf Eiswürfeln rum. Sowas hier kann man ja zerlegen, habe ich gesehen, ja. Da kriegt man Punkte zurück. Wir können erstmal hier so einen Bogen auswählen und können hier mal die Sechser alle zerlegen. Gerade die gewöhnlichen. Wieso werden die nicht weniger? Ach, wir haben mehrere davon oder was? Ah. So.
Und das gleiche kann man hier bei Rüstungen so auch machen. Also da können wir auch mal hier die sowas hier zum Beispiel wegmachen. So einen gewöhnlichen Helm. Der ist auch gewöhnlich, aber den heben wir auf, weil er cool aussieht. Aber so Sachen hier halt auch. Und sowas hier. Sowas hier. So ältere Sachen halt einfach. Und gerade gewöhnliche Sachen. Ne? Es gibt ja jede Rüstung, glaube ich, auch automatisch in legendär. Das heißt, so gewöhnliche Sachen hier kann man alle direkt... wegschmeißen. Das heben wir mal auf. Halt. Ach, die kann man gar nicht zerlegen, sowas hier. Okay. Ja, dann ist ja klar. Man kann wirklich nur die ganz einfachen Sachen. Ja, dann muss man ja nicht mehr Angst haben. So, wollte ich jetzt ein Pferd zerlegen? Naja. Man weiß ja nie, ne? So. Das mache ich in Zukunft immer offscreen natürlich. Versuche ich zumindest. So ein bisschen. Wenn ich ja noch mehr dann zum Wegschmeißen habe. So. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Hier ist noch eine Mission und hier ist der Anführer. Den wollen wir jetzt endlich mal umbringen. Oder versteckt sich jetzt hier sozusagen. Das ist doof, wie immer. Ist er das nicht sogar der Anführer? Nee, da hinten ist er. Angriff! Worauf wartest du denn noch? Au, 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 au. Jetzt wird's langsam nicht mehr witzig. Mein letzter Tag auf Erden. Ich konzentriere mich nur gerade ein bisschen. Nicht wundern, warum ich nicht rede. Also trotzdem ein paar mehr Gegner und das sind alle solide Gegner. Wer wegrennt, ist schuld. Oh. What? Das ist ein... Das ist der Scheiß. Ja, das ist der. Das ist der blöde Kopfgeldjäger, der zu stark ist. Warum kommen die immer mitten rein? Ich glaube, wir kaufen uns mal kurz von unseren Schulden frei, weil der Kampf ist sowieso schwer genug. Und wenn dann noch einer so zufällig reingestolpert kommt. Ja. Schlechtes Wetter. Söldner. Hier konnte man sich doch irgendwie freikaufen, wenn ich mich nicht. Weiß aber nicht wo. Ich glaube auf der Karte, ne? Genau. Kopfgelder bezahlen. 197. So, und dann können wir nämlich auch in Ruhe gegen den Anführer angehen. Erstmal die Lage ein bisschen auskundschaften. Bevor wir schon wieder anfangen zu kämpfen. Es sind aber auch viele, die den hier beschützen.
der passt natürlich jetzt sehr gut dazu. Da kann ich besser ausweichen. Ein paar Schilde müssen trotzdem mal reichen. Au! Was kommt denn hier noch? Sind sagen nicht schon wieder der komische Kopfgeldjäger hier. Natürlich. Wir machen einfach mal weiter. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich würde gerne mal diesen komischen Typen da umbringen, der die ganze Zeit Pfeile schießt. So. Wo ist dieser verdammte Anführer jetzt? Das reicht jetzt. Na komm. Warum heile ich mich? Ah, ich hab die falsche Taste gedrückt. War gar nicht nötig, mich zu heilen. Wo willst du denn noch hin? Reicht jetzt. Da der Athena-Anführer nun tot ist, sollte ich zu Stentor zurückkehren. Oh, das ist ja ein teures Kopfgeld.
So. Das ist doch schon wieder ein Kopfgeldjäger. Die kommen, was sind so wie Sand am Meer? Okay, der ist doch tot. Wir machen erstmal, wir wählen erstmal eine neue Fähigkeit aus. Am besten eine Kämpferfähigkeit, eine bessere. Oh. Nächste, halte deine Waffe sauber und scharf, erhöhe den Krieger um 30%. Okay. Oh, wir kommen weiter hoch. Es lohnt sich, also zum Fliegen, verstärke deine Rüstung um 30%. Aha. Die wollte ich hier haben. Und zwar statt das. Das benutze ich aktuell sowieso nicht. Megares, Stadt der Schweine. Oh, der Typ ist echt stark. Wir kämen erstmal ein bisschen aus dem Weg. Ein klein wenig zumindest. Und gucken erstmal, was aus unserem Freund im Mund geworden ist, der da reingerutscht ist. Der ist so eigentlich tot. Ah, wieder so ein Feigling, der mit vergifteten Waffen kämpft. Scheiße. Vergiftete Klingen sind echt scheiße. Eigentlich schon. Eigentlich immer dann, wenn mein Gegner tot ist. Scheiße! Verrecke endlich! Bisschen Angst springt da auf jeden Fall mit. Du weißt einfach nicht, wann Schluss ist. Scheiße!
Lieber du als du. Gut. Ich hoffe, das reicht jetzt mal. Was ist das jetzt schon wieder? Immer zu neue Gegner. Es gibt auf jeden Fall noch genügend, die wir treffen können und töten müssen. Bis zum absoluten Champion. Ich würde jetzt trotzdem vorschlagen, wir gehen erstmal zum Anführer zurück, also zu unserem vermeintlichen Bruder. Ne, jetzt ist es aber nicht mehr witzig. Okay, da ist nur Level 8. Den machen wir gleich noch, dass er weg ist. Wer weg ist, ist weg. So, Pferd. Wir gehen zurück zum Lager. Und ich hoffe mal, dass uns nicht wieder 80.000 Söldner über den Weg laufen dahin. Das ist definitiv die Söldnerfolge. Das ist ja unmöglich, wie viele Söldner hier mit so auf uns lauern. So viel gibt's doch auf der Welt. So viele Bewohner die Insel gar nicht, so viele Söldner kommen hier mit zu. Wir haben jetzt, glaube ich, in einer Folge 6 oder 7 Söldner umgebracht. Ja. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Dankeschön, dass du so mit mir redest, aber okay. Und den Preis zahlen die Kinder des Sieges. Krieges. Von Belfast bis Sowjeto. Von Sarajevo bis Beirut. Der Söldner Hyrkanos ist tot. Sparta dankt dir, Söldner. Und was ist mit der Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Toll. Arschloch. Wenn ich das richtig verstehe, müssten jetzt alle, die vor mir sind und aufgedeckt sind, besiegt sein. Ja. Wobei, da fehlt auch... Ach ne, Teuter muss der Mund und... Da fehlt doch der erste, der Telos oder wie der hieß. Vielleicht gibt's den gar nicht mehr. Cool. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldner. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megares kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja, diesen Platz hast du dir verdient. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm,
Wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann. Der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er so als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Das stimmt. Und wir könnten diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Έχει τη απορία περί του επιστημισμού, επιθυμώντας εκ των μαγειρίων φλόγας όπισθεν και αφανίσθεν. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Ja, Moment, ich setze mich erstmal richtig hin. Au! So, sobald die Staatskräftestärke niedrig genug ist, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Sowohl Athen als auch Sparta belohnen Eroberungsschlacht mit epischer Ausrüstung. Eine Stadt zu verteidigen ist einfacher, bietet aber weniger Belohnungen. Eine Stadt anzugreifen ist schwieriger, aber lohnender. Ich bin bereit für den Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Ja. Alles geht direkt los. Ja, Sparta! Coole Ansprache oder so. Nein, das ist der Fall. Egal. Also wir sollen uns offensichtlich auf die Anführer konzentrieren, weil die halt am meisten Einfluss nehmen. So, geht hätten wir. Suchen wir uns mal noch einen Hauptmann. Da ist noch einer. Okay.
geworden. Oder? Ja. Sieg! 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 Ja. Sparta Athen erfolgreich besiegt. Der Stadt Megaris steht nun an der Seite von Sparta. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Ja, aber Daddy Time ist erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben in der Folge viel geschafft, zum Beispiel 80.000 Söldner umgebracht. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir treffen in der nächsten Folge wahrscheinlich unseren Papi. Also, bis dahin, haut rein, macht's gut und... Ciao.